Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist der Run for Trees. Ich werde jetzt innerhalb von einer Stunde 10 Kilometer laufen müssen und du kannst mir jetzt mal gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was du meinst, wie lange ich brauchen werde. Ich bin gespannt und wir fangen jetzt an. Let's go! Oh, ich habe richtig, richtig Bock. Jasmin ist auch da, die wird mir auf jeden Fall ein bisschen helfen, damit ich das filmen kann, gewisse Abschnitte und das nicht alles 100.000 Mal ablaufen muss, weil ich muss natürlich in einer Stunde meine Zeit schaffen. Ich werde das jetzt gleich tracken, ich werde euch das immer mal wieder einblenden, den Zwischenstand, meine Zeit und auch die Kilometerangabe. Von daher, Leute, seid gespannt, es geht jetzt los. Oh wow, Bahnübergang. So ein Bahnübergang passt jetzt natürlich gar nicht, ne? Aber es macht nichts, Leute. Jetzt geh hoch hier. So, weiter geht's. Ach, übrigens. Ich hatte eigentlich auch ein T-Shirt in derselbigen Farbe, wo drauf steht, was ich hier eigentlich gerade mache. Weil der Run for Trees ist ein Spendenlauf für die Rettung der Bäume, wie der Name schon sagt. Und die Veranstalter haben es leider nicht hinbekommen, mir mein T-Shirt zu schicken. Und dafür habe ich doch schon Geld bezahlt. Also Grüße an der Stelle. Ganz schlechte Organisation, aber durchgezogen, Leute. So, 11 Minuten für 1,8 Kilometer. Jetzt könnt ihr sich ja mal selber ausrechnen, wie lange ich dann dafür brauchen müsste. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, Leute. Weiter geht's. Oh, Digga, du. So, liebe Freunde, Halbzeit, 31 Minuten, Lunge brennt, Beine auch, läuft. Und so, wie ihr hier sehen könnt, glaube ich im Durchschnitt 8 bis 9 km/h. Das ist jetzt nicht wirklich schnell, aber es ist ein bisschen schneller als Schrittgeschwindigkeit. Und dann mache ich Schrittgeschwindigkeit, um ein bisschen durchzuatmen und wieder loszulegen. Wird knapp, würde ich sagen, von der Zeit her, aber der Wille ist da durchgezogen. Tim. Also langsam wird's anstrengend. Geil ist, dass Jasmin hinter mir fährt und ich mich dadurch ein bisschen getrieben fühle. Ja, aber ja, so untrainiert einfach mal laufen, gute Idee, kann ich nur empfehlen. Moin. Jo, und voll die nassen Füße. Sehr schön, weiter geht's.
Alter Schwede. Leute, guckt es euch an. 36 Minuten und 6,15 Kilometer. Oh, ich bin dezent im Moas, Alter. Wirklich. Falls ihr es im Hintergrund hört, Samstag, 12 Uhr gerade, die ganzen Feuerwehrsirenen gehen gerade los. Wunderbar. Leute, habt einen schönen Tag und so. Lasst euch nicht ärgern, ne? Und wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, lass gerne mal ein kostenfreies Abo da. Wenn dir das bis hier noch gefällt, würde ich mich natürlich über dein Däumchen freuen. Und hast du sowas auch schon mal gemacht? Schreib es mir doch gerne mal in die Kommentare, bin ich mal gespannt. Also ich bin ehrlich, ich bin wirklich ehrlich, das ist richtig anstrengend. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ich bin jeden Tag sehr viele Kilometer unterwegs wegen dem Hund, aber auf eine andere Art, ne? Und Leute, ich muss jetzt kurz, weil ich bin am See, muss einmal kurz ein bisschen meinen Kopf befeuchten. Auf ganz schnelle Welle machen wir das. Digga, mach ich einmal. Boah, ist das anstrengend. Ja, weiter geht's. Ja. Ja. Also was ich krass finde, ich treffe jetzt hier die ganze Zeit Leute und man muss diesen meisten Menschen das Moin aus der Nase ziehen. Was ist denn los bei euch, sag mal? Die Beine brennen und die Lunge pfeift. Doch will ich es, mein großer Geist. So, liebe Menschen, ich bin jetzt hier die vierte Runde, glaube ich. Und bin bei 7,3 Kilometer, 44 Minuten. Hier wird es einmal eingeblendet. Und jetzt ist Endspurt. Viertelstunde für keine 3 Kilometer mehr knapp, würde ich sagen, durchgezogen. Let's go. Uiuiui. Also, wirklich sehr fertig. Und ich glaube, das wird jetzt eine ganz knappe Geschichte. Also 52 Minuten in Bewegung, 8,46 Kilometer. Also 1,5 noch 1,5. Let's go. Ja, hört ihr sie? Da ist immer so ein Berg haben wir hier auf der Strecke. Und da ist Jasmin dann auch jetzt zum vierten Mal. Hat keinen Bock mehr. Wunderbar, aber Props mal an Jasmin, ey, dass sie mit mir das Ding hier gefahren ist. Also 10 Kilometer Fahrrad fahren ist ja auch schon mal nicht ohne, ne? So, die letzten Schritte noch. Jetzt, wir haben es gleich. 1 Stunde, 3 Minuten. Leider ein bisschen über die Stunde, aber ey, für mich ist es ein Erfolg. Auf jeden Fall 9,97. 9,99. Und 10 Kilometer, Leute. Genau hier. Kann man nicht sehen. Ich mache einen Screenshot. Ich blende euch das ein. Oh, genau auf der Kreuzung. Wunderbar. Also, ich muss sagen, sehr, sehr geil. So, der Screenshot hier. Bums. 1:03. Es war sehr, sehr heftig. Muss ich sagen. Ich muss das hier anhalten. So, das haben wir hier alles. Fertig. Laufen, fertig. Tour gespeichert. Sehr schön. Liebe Menschen, an dieser Stelle hoffe ich natürlich, ich konnte den einen oder anderen motivieren, auch irgendwelche coolen Läufe mitzumachen. Es gibt ja, wer weiß, wie viele. Und für einen guten Zweck lohnt es sich immer. Ich bin jetzt für jeden gelaufenen Kilometer spendet das Unternehmen 25 Cent für die Bäume unseres Planeten, liebe Menschen. Denkt an unsere Erde, wir haben nämlich nur die eine. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein kleines Däumchen da, kommentier gerne was. Und wenn du noch kein kostenfreies Abo dagelassen hast, gerne da lassen. Leute, und vielen recht herzlichen Dank an meine Kanalmitglieder. Die werden jetzt hier gerade links oder rechts durchlaufen. Ich danke euch vielmals für euren Support, liebe Menschen. Bleiben Sie alle gesund, haben Sie eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.